Hallo und herzlich willkommen zurück zum dritten Teil unseres Aquarellkurses. Heute zeige ich euch drei Übungen, die euch dabei helfen sollen, den Aufbau des Auges zu verstehen. Nachdem wir mit dem Üben fertig sind, können wir dann endlich unser ganzes Auge malen. Dabei ist es jetzt wichtig, dass ihr die vorherigen beiden Kurse auch gesehen habt. Im ersten Kurs haben wir gelernt, wie man Farben mischt und eine Iris malt. Und im zweiten Kurs letzte Woche haben wir uns mit den vier grundlegenden Aquarelltechniken beschäftigt. Heute brauchen wir erstmal wieder unseren Bleistift. Ich habe euch ein paar Übungsblätter erstellt, druckt euch die bitte aus. Den Link dafür findet ihr wie immer in der Infobox. Wir beginnen mit Übungsblatt 1, 2 und 3, dem Zeichnen von drei verschiedenen Blickrichtungen. Den Blick von vorne, frontal und im Dreiviertelprofil. Dann den Blick nach unten von der Seite und den Blick nach oben gerichtet im Dreiviertelprofil. Dafür braucht ihr das Übungsblatt 1, Bleistifte und ein Radiergummi. Stoppt das Video bitte jederzeit, um zu zeichnen. So, wir beginnen mit dem Augapfel als Kreis. Und der Iris als Linse auf diesem Ball, diesem Kreis. In dieser ersten Übung konzentrieren wir uns darauf, den Augapfel und die Iris als zwei Objekte wahrzunehmen. Stellt euch den Augapfel als plastischen Ball vor und die Iris als zweites Objekt, als eine Linse, die auf diesem Ball drauf sitzt. Hier zeichne ich euch ein Beispiel, wie ihr diesen Ball und auch diese Linse frontal und im Dreiviertelprofil schattieren könnt. Hier im zweiten Beispiel möchte ich euch nur mit formfolgenden Linien die Richtungen der Schattierungen richtig zeigen, sodass ihr wirklich auch wahrnehmen könnt, dass die Iris als Linse auf diesem Ball, dem Augapfel, drauf sitzt. Im Grunde wollen wir uns aber auf die Schattierung des Balles und der Linse konzentrieren. Auch hier seht ihr, dass ich die Pupille auf den Ball, auf diesen Augapfel zeichne. Die Spiegelung auf der Linse zeichne ich jedoch auf die Oberfläche der Linse mit der gleichen formfolgenden Linie wie die Linse. Nicht wie der Augapfel. Auch hier zeige ich euch nun einfach Beispiele, wie ihr so einen Ball schattieren könnt. Besonders wichtig ist dabei die Oberfläche, die sehr glatt ist und nass scheinen soll. Nun beginne ich mit dem oberen Lid des oberen Augapfels. Besonders wichtig ist mir dabei, dass auch hier das Lid über diese Linse anders gespannt wird als über den Augapfel an sich. Da die Linse als zweites Objekt auf dem Ball sitzt, markiert sie immer den höchsten Punkt unseres oberen Lides. Stellt euch das Augenlid nun als drittes Objekt vor. Wichtig ist dabei, dass ihr die Masse dieses Lappens, dieses Hautlappens spüren könnt. Die Haut spannt sich von der einen Seite über den Ball und über die Linse zur anderen Seite. Dabei hat dieser Hautlappen eine Dicke. Diese Dicke, diese Masse sehen wir frontal, wenn wir auf das Auge sehen, am oberen und am unteren Augenlid. Es reicht also nicht, das Augenlid, das obere und das untere Augenlid, als einfachen Strich über diesen Ball zu spannen. Das Schlupflid markiert die tiefste Stelle unseres Lids. Von dort aus gehen unsere formfolgenden Linien Richtung Augenbraue wieder in einer Wölbung nach oben. Die Wimpern zeichnet bitte auf der frontalen Fläche eures Augenlides, oben und auch unten. Es ist wichtig, dass ihr dabei beachtet, dass unser Augenlid dort eben eine Fläche hat. Auch hier bei dem unteren Augenlid ist es wichtig, dass ihr diese Fläche
auch zeichnet und wahrnimmt. Besonders wichtig ist jetzt der Schatten, der von den Wimpern und dieser Masse des Augenlides, besonders des oberen Augenlides, geworfen wird. Zeichnet diesen Schatten direkt unter dem oberen Augenlid. Auch in unserem zweiten Beispiel, im Dreiviertelprofil, ist es nun wichtig, dass ihr diesen Hautlappen über eure Linse und den Augapfel in der Form folgenden Richtung spannt. Hier seht ihr nun das Schlupflid und die formfolgende Richtung in Richtung Augenbraue. Bei einem nach vorne gerichteten Blick berührt das obere Augenlid eigentlich immer die Iris, das untere Augenlid sehr oft oder meistens nicht. Ihr habt also ein wenig Platz zwischen eurer Linse und dem unteren Augenlid. Das gleiche probieren wir jetzt nochmal mit dem nach vorne und nach unten gerichteten Blick im Profil. Hier könnt ihr besonders schön sehen, wie unsere Linse gebogen nach vorne blickt. Und auch im unteren Beispiel, wie die Linse die Form unserer beiden Augenlider, des oberen und unteren Augenlids, verändert. Eure Pupille zeichnet wieder als flache Fläche auf euren Augapfel, die Spiegelfläche jedoch als gebogene Fläche auf der Linse. Sorge für genügend Volumen auf dem oberen Augenlid und zeige die Fläche des unteren Augenlides, auf der die Wimpern des unteren Augenlides auf deren Enden wachsen. Als nächstes gebe ich dir wieder ein Beispiel für Schattierung. Hier ist es besonders wichtig, dass du immer den Ball unter diesen ganzen Hautlappen spürst. Nach dem gleichen Prinzip Ball, Linse, Hautlappen gehen wir nun auch in unserem unteren Beispiel wieder voran. Stellt euch wieder euren Ball vor, die Linse als zweites Objekt auf dem Ball und nun spannt die Haut über diesen Ball und beachtet dabei die Form der Linse. Interessant ist es, finde ich, wie diese Linse, wenn wir nach unten blicken, die Form des oberen Augenlids komplett verändert. Das obere Augenlid wird komplett gerade gezogen, das Schlupflid verschwindet. Es entsteht so sehr viel Schatten in unserem Augapfel und dem Linsenbereich und besonders mit den Wimpern wird es dann sehr, sehr dunkel. Unser unteres Augenlid wirft sich stark in Falten. Wichtig ist außerdem noch zu erwähnen, dass das obere Augenlid immer länger ist als das untere. Das untere Augenlid wächst quasi aus dem oberen Augenlid heraus. Kommen wir zum letzten der drei Blickwinkel, der Blick nach oben. Ihr geht nach dem gleichen Prinzip vor, Ball, Linse, Hautlappen. Seht, wie stark sich das obere Augenlid in den Schlupfwinkel zurückzieht und wie stark das untere Augenlid nach oben gespannt wird. Wir zeichnen auch hier wieder unsere Linse auf dem Augapfel, die Pupille als flache Fläche auf dem Augapfel und die Spiegelfläche der Linse passend zur Linse. Die Spiegelfläche des Augapfels passend zum Augapfel. Markiert nun erstmal die Achse eurer beiden Augenwinkel. Ihr werdet sehen, der linkere ist höher als der rechte. Spannt nun das obere Augenlid von der einen zur anderen Seite und beachtet dabei wieder die Form der Linse. Die Linse markiert auch hier wieder den höchsten Punkt unseres Augenlides. Hier kann man besonders schön sehen, wie die Wimpern aus dieser unteren Fläche des Augenlides herauswachsen.
kümmert euch nun auch um das untere Augenlid. Hier sieht man die Fläche dieses Mal ein klein wenig weniger. Auf der linken Seite sieht man die Fläche aber auch in diesem Beispiel. Hier beim Blick nach oben kann man die Kugel, den Augapfel, auf der unteren Seite des Auges, dem unteren Augenlid, besonders schön spüren. Seht euch das obere Beispiel in Rot nochmal an, wenn ihr die Richtungen der Wimpern nochmal richtig nachvollziehen wollt. So, und ein letztes Mal das Prinzip Ball, Linse, Hautlappen im unteren Beispiel. Jetzt müsstet ihr ja schon recht geübt sein und die meisten Dinge sollten euch jetzt auffallen. Seht auch hier wieder, dass das obere Augenlid länger ist als das untere Augenlid. Auch dass das obere Augenlid mehr Schatten wirft als das untere. So, wunderbar, dann sind wir auch schon fertig. Es gäbe jetzt auch noch ein weiteres Übungsblatt. Das könnt ihr nun auch noch für euch ausprobieren, wenn ihr möchtet. Das ist eine Fleißaufgabe. Auch dieses Blatt findet ihr auf der Webseite. So, haltet eure Aquarellsachen bereit. Wir kommen nun zum Malen unseres Auges. Neben Pinsel, Bleistift und euren Aquarellfarben braucht ihr nun auch noch einen Zirkel oder ein Utensil, um einen größeren und einen kleineren Kreis zu ziehen. Zeichnet euch nun erstmal eure Achse ein. Die Achse für euer oberes und unteres Augenlid. Ich beginne ganz gern auf der Augenlinse, weil dort der Bogen ja ein klein wenig stärker ist. Das untere Augenlid beginnt ein klein wenig auf unserem Augapfel. Auf der linken Seite könnt ihr richtig sehen, wie unser unteres Augenlid mehr oder weniger in oder unter unser oberes Augenlid hinein verschwindet. Und auf der rechten Seite habt ihr erstmal ein wenig Platz, weil dort eben euer Tränensack ist. So, als nächstes zeichne ich mir erstmal die Fläche des oberen Augenlids und dann die Masse. Hier spanne ich die Haut über den Augapfel darüber, auf der oberen und auf der unteren Seite. Im nächsten Schritt könnt ihr eure Outlines auch schon mit einem wasserfesten Fineliner nachziehen und alles ausradieren. Die Iris gestaltet ihr genauso wie in unserem ersten und zweiten Tutorial. Das sollte für euch ja kein Problem sein. Als nächstes kümmern wir uns um die Schattierungen. Hier nutze ich jetzt besonders Nass in Nass und Lavurtechnik. Dabei gehe ich mit einem feinen Pinsel immer wieder in die Schwarz hinein, nehme die Farbe deckend, gehe dann zurück ins Wasser und verwasche diese eben aufgetragenen harten Linien mit Wasser. Dadurch, da wir uns überall unsere Flächen schon so sorgfältig vorgezeichnet haben, können wir nun ganz einfach, zum Beispiel hier an dieser Fläche, aus der die Wimpern herauswachsen, einen Schattenwurf malen. Erinnere dich beim Auftragen der Farbe nun immer wieder daran, dass unter diesem Hautlappen eine Kugel ist. Du hast also in der Mitte dieser Kugel Highlights, Stellen, die du weiß lassen möchtest. Du hast besonders dunkle Stellen, so wie hier direkt unter den Wimpern und unter dem oberen Augenlid. Auch deine Pupille möchtest du besonders tief und dunkel haben. Diese beiden Schlupfwinkel links und rechts sind auch Winkel, die besonders dunkel werden. Natürlich unser Schlupflid. Jetzt benutze ich eine weitere Technik, die wir letzte Woche kennengelernt haben, das Granulieren. Dabei ist mein Pinsel sehr viel trockener als zuvor.
Das Granulieren benutze ich bei den Augenbrauen und bei den Wimpern. Für dieses Auge habe ich das Auge auf Übungsblatt 1, das frontale Auge mit dem Blick nach vorne gerichtet, als Beispiel benutzt. Nutzt auch du es gerne als Referenz für deine Schatten. Für diese Übung habe ich wie in der letzten Woche und in der Woche zuvor wieder nur die drei Grundfarben Gelb, Rot und Blau und für unsere Dunkelheiten und Schatten die Schwarz benutzt. So, und nun zum Schluss noch ein Beispiel dafür, wie ihr die Übungsblätter auch für das Aquarellüben nutzen könnt. Ausgedruckt auf einem ein wenig dickeren Papier könnt ihr diese Übungsblätter nicht nur zum Zeichnen, sondern auch zum Üben für das Aquarellmalen benutzen. Geht einfach genauso vor wie in unseren Beispielen. Ja, mit der Übung kommen wir dann auch schon zum Ende für heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich freue mich, euch nächste Woche wiederzusehen. Und für alle Teilnehmer unseres Online-Kurses, ich freue mich, euch später wiederzusehen und wünsche euch noch viel Spaß mit den Übungen. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wieder wahnsinnig über ein Like und natürlich umso mehr um ein Abo. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt fit und kreativ.